öffnen wir jetzt die Bananen. Damit wir die später weiter zu Mehl verarbeiten können. Also wir haben vorher die ganzen da geschält und dann halt in so Scheiben, dünne Scheiben geschnitten. Ja, ganz schön schwierig, wenn die noch nicht so reif sind. Die waren ja noch komplett grün, also müssen die dafür sein. Und dann müssen wir uns die Hände mit so ganz viel Öl einreiben, damit man die da rauspulen kann. Und ja, dann haben wir da so gefühlte 500 Bananen geschält. Dieses Zeug geht einfach nicht mehr von den Fingern ab, ne? Wir haben jetzt seitdem irgendwie 500 Mal die Hände gewaschen und irgendwie sieht man immer noch diese braunen Flecken da. Oh, das klebt wie Scheiße, echt. Also das ist wirklich, oh. Das geht einfach nicht ab. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Yeah.